Oh, Xlix. Hallo, ich bin da. Oh, wir fangen gerade mit der Quali an. Ihr könnt da fahren. Wir fangen gerade mit der Quali an, da kommst du leider zu spät. Ist für. Egal, habt doch gesagt, wir können anfangen. Dabei sein ist angeschweißt, oder? Genau. Bin froh, dass ich mitfahren kann. Dass ich noch das geschafft habe. Ich bin auch froh, dass ich mitfahren kann. Bist jetzt auch ganz schnell nach Hause geeilt? Du hast gesoffen gestern, ne? Was? ja, getrunken habe ich gestern, oh was, ja. Nee, nicht richtig. Du warst gar nicht gemeint, aber danke. Achso. Erwischt. Und denk dran, ihr seid live auch nicht mehr. Nee, also ich fühle mich ziemlich safe auf dem Boden. Oh nee. Der Audio nicht mehr angezogen. Ah, so. Noch einen Schluck getrunken. Gott. Oh shit. 1:23 jetzt. Ich hoffe, es hört mich jemand. Keine Ahnung. Ja, ich höre dich. Aber die war sauber auf jeden Fall. Alex, du bist es, oder? Ja. Ja, du bist im Spielchat, oder? Im normalen, also nicht im Partychat, ne? Ich bin in beiden drinne, also quasi. Achso, du bist in beiden. Ja, am PC. Bin dann gleich richtig, oder? Am PC okay. Kannst du überall gleichzeitig sein. Hey, du bist Multitasking, finde ich. Das lobe ich mir. Ja. So, da gucke ich jetzt noch schnell meine Einstellung fix durch. Lilly ist wieder on point. So, Frage an den Chat auch. Gurkensepp, kannst du mich hören? Auch deutlich, weil letztes Mal wurde zu mir gesagt, die Spiellautstärke ist viel zu laut und mein Mikro zu leise. Also du hörst mich gut, Alex, oder? Ja, ich höre dich gut. Ohne Echo oder mit Echo? Ohne Echo. Okay, wunderbar. Ja, sagt die bayerische Gurke. Franken. Beste an Bayern, Mann. Ja, ich versuche schon ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich glaube, dafür rolle ich als Franke das R zu euch. Ab in die Röhre. So, erst einmal sortieren. Ja, das stimmt allerdings, ja. Jetzt bestimmt noch gleich viel Pipi-Pause, oder? Also ich meine, so ein gewisser Unterton. Ja, noch 1193 Stunden, siehst du noch. Vom Slang her kommt man hier noch. Ah, da kann man sich noch so anstrengen, aber ich glaube, das ist in jeder Region so. Außer du bist hier wirklich der tiefste Deutsche. Nee. Der nur Deutsch gelernt hat. Nein, oder so. Nicht richtig. Oh, ja, aber was ist denn Deutsch ohne Dialekt? Ist ja dann auch langweilig. Oder generell Sprachen ohne so. Dialekt. Von daher. Einer im Rennen ist Pflicht, wenn du mehr machst, deine Sache. Ah, aber die kann ich. So, wenn du einen Wunsch hast, kann ich mir aber selber dass ich auf jemanden schalten soll, einfach nur reinschreiben, Bescheid sagen. Quatschst du auch? Mach das gern. Die Carabinieri. Ich bin eigentlich nicht so der Moderator, aber da ich mich, mich dazu bereit erkläre, hier so ein bisschen zu streamen an das Rennen. Hat er wahrscheinlich. Und ich glaube, es ist immer interessanter, das so extern zu betrachten. Auch so, ich finde es, also wenn ich einen Stream anschaue, auch viel schöner, so ein Rennen anzuschauen. So in TV-Cam-Modus, als von diesem Cockpit aus, so J-Cube. Ja, bist du ein bisschen älter. Langweilig für mich. Ja, vielleicht. Könnt ihr ihn jetzt hören? Sag mal was. Insofern habe ich das Stream bis heute auch. Für mich. Hm? Ja, hier bin ich. Ja? Was sagtest du, Alex? Hallo? Atos hat gerade gefragt, ob man hören. Ohne Scheiß, könnt ihr ihn jetzt hören oder nicht? Achso, du hört schon. Ich vielleicht soll die Arbeit mal erleben. Ja, ich höre ihn, hallo? Gut, alles klar. Okay, gut. Ich nicht, aber ich höre dich auch nicht. Also, ist eigentlich eine Abkürzung von deinem Namen? Gut, Frage. Ist gerade nicht.
Weiß nicht, ist der zu lang? Ja, dann bist du, nee, dann Mr. X haben wir ja schon, ist das Problem. Ja, du sagst keine Trauma oder keine Ahnung. Was? Nur Zwiebelsaft. Das von mir aus. Hat gerade irgendwie sogar gar nicht mehr den Sieg. Wieso niemand sagt, der ist gerade die erste Runde gefahren mit dem Auto, ne? Das war so die zweite Runde. Achso, wenn ich mal ab und zu mal nichts sage, das ist auch nicht so schlimm, dann ist das, weil ich hier. Ich will nicht die ganze Zeit hier den Chat zudampfen, wenn ich an meine Vape ziehe und. Insofern, ich lasse euch einfach zuschauen. Ich lese den Chat nebenbei, schau auch das Rennen nachher und wenn jemand irgendwie auf jemanden was geschalten haben will oder sonst was, einfach rein. Gedreht werden dann die Startaufschuhe. Schau schon zu zweiten Renntagen. Interessanten Sachen. Ich glaube, selbst das zweite Rennen nebenbei interessiert mich ja selber auch. Ihr darf also von daher. Im zweiten Rennen fahren wir umgekehrt das Ergebnis. Oft, das wird klappen. Ich weiß nicht genau, jetzt soll. Ja, umgekehrt. Ich bin nur. Sekunde Start. Ich bin nur Erfüllungsgehilfe. Ja, und müssen da nicht auch die Setups dann geändert werden oder was? Nein, nein, das erst ab dem zweiten Renntag. Ja. Nur die Top 5. Aber hat Toni nicht vorhin was gesagt, dass die Startaufstellung im zweiten Rennen so ist, dass der erste bis zehnte von ganz hinten, also die hintere Startfeld ist und von Platz 11 ja, bis sowas. Letzter ganz vorne. Ja, ja. Ja, 11. Nee. Platz 1 bis 10 ist Reverse Grid. Der zehnte startet von 1 und der achte von 10. Und der Rest, so wie die schlechteste Rundenzeit. Von Platz 11 bis 24 startet von Platz 11 und die beste von Platz 24. Ah, okay, gut, dann habe ich. Rundenzeit oder Einlauf? Nein, Rundenzeit. Ja, du weißt, das ist so bist du eigentlich überhaupt nicht mit Einlauf. Und auch schon beim letzten Mal okay. Dabei, ist mir aufgefallen. Ein Einlauf? Wollte ich dich noch fragen. Ja, da brauchen wir aber keine Lust zu fahren. Zu anstrengend, keine Zeit. Ah, okay. Ab dem zweiten Rennen. Ab dem zweiten Rennen. Hatte ich nach dem Weißen keinen Bock mehr. Nee, deswegen habe ich das nicht. Falls für mich total ungewohnt als war. Als Toni das erzählt hat mit nach dem Quali, macht er diese zwei. Also alles, was jenseits von 10, 15 Runden ist, da ist ich für mich schon immer tödlich gewesen. Weil ich sonst eigentlich immer bloß kurz dagegen gefahren bin. Und insofern waren diese. Das ist nur damit Rennen und Runden und so sieht als hart gemacht. Zwei Stück hintereinander. Ja, so wie auf der Minimap. Wenn ein Blauer kommt, der gehört zu mir. Oder ein Roter, dann ist einer, der mich überrunden will. Welche Verzögerung? Wenn ein Blauer kommt, der hat gelochen. Ja, wenn was Silbernes kommt auch, aber bei mir geht's eigentlich. Ich hab mehr am Freitag gesoffen. Ha, ich muss immer aufpassen, dass ich auf Zuschauer drück, wenn der die Lobby umstellt. Bleib. Wenn die hier ändert, weil nicht, dass ich dann plötzlich mit dem Rennen drinstehe. Das will ich natürlich nicht. Weißt du, da fährst du nach der zweiten also Blau, Runde über Blau sind die langsam. Blau kann ich schon eine Strecke unterschieben. Wieso nicht blau? Was? Tja, ich fand das auch wieder. Die Einteilung ist doch komplett falsch, oder? Wenn das noch. Ja, was ist die das ja, das stimmt allerdings. Nach Quali einstellen, oder ist das jetzt zufällig? Es war bloß ein wenig überraschend, dass gleich zwei Rennen hintereinander fahren werden am selben Tag. Also zweimal Langstrecke. Ach, wenn das Häkchen drin ist, das ist für mich schon ein bisschen stressig, wenn man vorher nicht so oft Langstrecke gefahren ist. Ja, also es fällt mir irgendwie nicht so an einem Tag zwei Rennen hintereinander zu fahren so lang. Wäre vielleicht interessant, das aufzuteilen, wenn mal die Möglichkeit besteht, mal vielleicht mal mit dem Alex, mit dem Artus reden. Nein. Toni dass fragen. Dann jeweils beide Gruppen an einem Tag fahren und an beiden Tagen. Also dass praktisch jeder an Freitag ein Rennen hat und Samstag. Rufe, würde mir besser gefallen, aber dann ist immer die Frage, wie sich die Leute arrangieren. Aber schön, ich bin nur weil so zwei ineinander, da klopft man irgendwie so Langstrecke runter nee, und danach muss ich dann in den Zirkus nochmal auf euren Namen gehen und da da ist natürlich irgendwann auch mal die Konzentration umflötet in die Ausdauer. Jetzt muss ich erstmal gucken, auf welchen Platz ich überhaupt bin. Weil Langstrecke geht ja, ne? Die Startaufstellung aber Doppellangstrecke ist schon ein bisschen heftig, ja. Marathon. Ich muss echt doch mal die Farbe ändern, ey. Ja, aber wird das jetzt auch getrennt bewertet, ne? Nein! Das ist jetzt eine rein kosmetische Sache, dass man auf der Minimap sieht, oder sind schneller oder sind langsamer. Also wenn einer von hinten kommt, weiß man dann relativ zügig genau, ob der dich überrundet oder ob du der. Ja, Platz ich bin auch der Meinung, dass ein Rennen reicht, aber ich kann auch den Background verstehen wegen diesen Zeiten ja, oder ja. Wenn Disconnects waren. Bis zu mir alle rot waren. Leute sind dann rausgeflogen, so haben die da Leute nochmal die Chance, die Zeit zu verbessern.
Ja, aber ich glaube, ich muss generell in demselben Tag machen. Kann man ja die zwei unterschiedlichen Gruppen an beiden Tagen jeweils fahren. Wer fehlt denn noch? Ich guck mal. Würde ja eigentlich so aufgehen. Aber ja, Attila, das ist ja die Chefin. Attila als Streamer. Veto, Veto. Ist in der Demokratie. Das Team erst wechseln, nachdem ihr auch die Status wechseln. Verbesserungsvorschläge werden gerne angenommen. Guten Tag. Ich glaube, nach dem Stream wird Artus mit mir nicht mehr posten. Ich bin nur bei dem Kopf dabei. Die Konstortierung für die Startaufstellung, das ist schon richtig. Sortierung ändern auf Startaufstellung oder Sortierung ändern auf normale Reihenfolge? Auf Startaufstellung. Auf Startaufstellung. Flitzer, du musst noch auf Rot wechseln. Sehr schön. BM Legend. Also 11 bis 24 ist. Wurde noch der langsamsten Rundenzeit sortiert. Ah, ja. Wieso bin ich jetzt wieder rot? Der Martin muss Krupp ist... 12, keine Ahnung. Martin muss Krupp auf Blau wechseln. Das ist wieder Blau. Das habe ich ja gerade gesehen. Auf dem letzten Platz. Ist der jetzt nachgemeldet, oder? Der war angemeldet, der hat nur die Quali gefahren. Also soweit ich weiß, gibt es hier keine Teams, jede für sich. Der steht als Fahrernummer... Oder Alex? Oder Anmeldernummer 22 oder so? Jeder fährt für sich hier beim Porsche Cup, ne? Ja, ja. Ich geh mal kurz rüber. Ja, genau, weil das gerade der Gurkensepp gefragt hat im Chat. Heute haben sie drei nachgemeldet. Die Teams ist jetzt hier bloß optisch. Ja. Ich habe mich auch gerade gewundert, weil ich gesehen habe, der eine hat irgendwie schon ein Fahrzeug vom Rennen gehabt. Dann habe ich auch so nachgedacht, hä? Ein Team? Nein. Machst du den einen dann so, den anderen anders? Ja, oder so. Das ist jetzt nur, dass man sieht, die hinteren Zähne, wenn es schneller kommt. Weil Sunshine da gerade was einstellt, ja, der stellt vieles ein. Wegen den ganzen Einstellungen. Rot und Blau stellt er an. Okay, ich achte da jetzt gar nicht drauf wegen Rot und Blau. Keine Ahnung. Oh, Paris, so. Was ist hier los? Kennst du den Background, warum das jetzt hier so... Farben sind wieder angefangen. Die Farben jetzt wieder geändert, Leute. Alex? Ja, warte mal einen Moment. Ja. Wir sind zu langsam. Ah, okay. Nur kein Stress. Also, ich hab mich jetzt mal Party kurz stumm geschaltet. Also, die Farbe ist jetzt dafür da, dass man auf der Minimap sieht, wenn jetzt der ersten 10 rot sind, die sind ja meistens die schnelleren, falls man überrundet wird, dass man es besser sieht. Ach so. Ob das jetzt ein schnellerer Nu sein soll oder nicht, weil das haben sie ja bei Turn 10 ein bisschen weggemacht. Früher konnte es ja besser sein. Ich bin einfach nur drei saubere Runden gefahren, Leute. Was stimmt allerdings, da konnte ich mich auch nicht dran erinnern. Also ich kann das Team hier nicht mehr wechseln. Ne? Haken wegmachen. Das ist bereit sein. Du musst deinen Haken wegmachen. Was ist das denn hier eigentlich für eine Scheißveranstaltung, ey? Können wir nicht einfach Auto fahren? Echt mal. Welche Farbe muss ich jetzt sein? Wie juckt denn da irgendeine Farbe? Oh, ständig muss ich hier runter. Ja, welche Farbe muss ich denn jetzt sein? Blau. Das liegt ja an dir. Rot, alle anderen blau. Wieso bin ich jetzt nicht mehr... war doch gerade noch blau. Weil es geändert hat. Dafür bin ich blau, ich brauche eigentlich gar keine Farbe. So, jetzt bin ich blau. Ey. Jetzt bist du blau. So. Okay. Brief, wir sind noch auf Blau. Aber Carabiniere hier noch auf Blau. Ja, bitte noch ändern. Carabiniere auf die selbst raufgehen und Team ändern. Team ändern. In Blau? Auf Blau bitte. Auf Blau bitte. Ja. Blau. Nico bitte auch. Kompliziert, kompliziert der Ton hier, aber egal, wir werden sehen. Nicole muss auf Rot noch. Ja. Die Farbe bitte noch auf Blau ändern, dann Teamfarbe. Auf die selbst draufgehen. Rechtsklick mit A, also mit A draufklicken und dann Team ändern auf Blau bitte. Ah, hier oder? So, dann stimmt's bei die mir. Die Farben jetzt stellen auch. Nachher die Punkte auf dem Minimap da. Und da sieht man halt die roten, das sind so die schnellsten. Das sieht von der Einteilung her. Da weiß man ungefähr A, der gerundet mich oder so. Was? Auf Blau soll ich bei mir? Alle auf, ja, so ist perfekt. Die ersten 10 rot, der Rest blau. Und so sieht's gut aus. Ach, so. Gut, alles klar. Es sieht sehr gut aus, ja. Ich kann so passen, ich mach bereit. Alle bereit machen, hopp, hopp, hopp. Das ist doch scheiße. Ich trinke noch einen Henkers-Schluck. Und Barry ist wieder da.
Ja, wird drum. Schon schief gehen. Du managst es schon. Das ist bisher immer geregelt. So nebenbei zu streamen, ein bisschen zu quatschen und zu fahren. Kriegst du schon ganz gut auf die Reihe, Alex. Ja. Das würde ich nicht packen. Weil, und zwei ich bin zwar auch multitasking-fähig, aber wenn ich so reden fahre, dann muss ich 7 Millionen Trilliarden Jahren nicht auf dann so nebenbei noch irgendwie reden, so viel, das ist eigentlich nicht so mein Ding. Mit 24 Leuten einen Multiplayer machen, aber keine Party dafür bereitstellen. Denke ich immer an die quasselnde Party. Bei Tempo 300. Das ist immer ganz aber schwierig. Ich will mich halt Alter, lass doch die scheiß Farbe einfach. Müssen wir jetzt schon wieder Farbe ändern? Ja. Ey Leute, nee. Ey. Ist denn das so blöd? Entschuldigung, aber. Das ist wieder ein. Der Barry ist raus. Warte, ich geh mal kurz rüber. Moment. Dann muss uns doch jetzt wieder sein. Dann zieh ich doch da langsam auf. Ja. Ich muss bloß immer aufpassen, dass ich dann in Grundeinstellungen das ändert und plötzlich stehe ich da auf Fahren und wieder. Das ist blöd. Das könnten sie eigentlich bei Fossa hier auch deutlicher machen, dass man das mitbekommt, dass da eine Änderung da war. Wenn man nur zuschauen will. Aber du tust mir leid. Sonst steht man ganz schnell blöd da. Das kostet alles nur unnötig Zeit. Richtig. Ja. Es ist Farbe. Ja, okay, jetzt muss ich zuschauen. Geht doch. So, vorbereit. Türkis-weiß, das kannst du oben gar nicht lesen. Leute, ganz ehrlich. Ganz ruhig. Macht bereit, ich lasse beim ersten jetzt weg und gut. Und ich höre jetzt schon ja irgendjemanden gleich schreien: Ach, wärst du bloß farbig gewesen, hätte ich dich nicht über den Haufen Ja, lass mich ein bisschen mitmachen, Alex. Du kannst ja Waldstree mit, falls du das kannst, einschalten, da hörst du auch noch was die labern. Ja, ich hab die Kopfhörer auf, das ist irgendwie blöd, ich hab das Laptop zwar an und TV läuft, hab ich da die Lautstärke gemacht. Also der, der Orga hat gerade gesagt... Nürnberg fügt den gegen München. Echt? Ja, geil. Du kannst ja deutscher Meister werden, glaube ich. Wie dabei? So eigentlich sollte meine Augen angeklungen werden. Wolfsburg hat die Was ist denn mit der Legende? Nach Hause geschickt. Ja, einer muss noch auf bereit gehen. Legend. Ja, Zoni hat gerade geschrieben, dass der Barry noch sofort wieder kommt. So, Mann, ey, soll Gas geben. Dann trinke ich noch einen Schluck. Der war doch nicht so eingesetzt. Nürnberg darf noch 500 Tore schießen. Wenn du so weitermachst, musst du schnell noch kissen gehen. Eine Flatrate, oder? So. Wie viele Runden waren das jetzt eigentlich hier? Auf Katalonia? 32 oder so? 32 Runden. Ja, steht doch, 32 Runden steht doch da. Ich guck nur so lange in Nürnberg an. Steht ja hier. Ah, steht ja vorne her. Ja. Nee, ich bin hier ja auf einem Doku-Sender jetzt oder was? Genau. Hätte ja selber schauen können. Nee, ich hab's im Fernsehen umgeschaltet. Ist mir auch gerade gleich gefallen. Ich achte immer bloß drauf, nicht, dass er der Host nochmal was umstellt und dann hab ich ein Problem hier. Ich immer ganz schnell Y drücke. Ich wollte, nur Nürnberg gegen Bayern sagen, sondern einfach nur Nürnberg. Wir haben noch Zeit. Oh, bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Ja, ich auch. Jetzt sind, glaub, alle geändert. Ja, ich hab am Freitag, am Mittwoch beim Training eher zugeschaut. Und es war ganz interessant, auch dazu zu schauen, ja. Ach, es fehlt noch. Vor allem war es ja schon noch richtig spannend. Obwohl das wir ja nicht so angestrengt gefahren sind. Oder konzentriert. Also ich kann mir vorstellen, das wird heute ein gutes, interessantes Rennen. Außer Barry. Der Barry ist nicht wieder drin in der Lobby. Junge, ich schäme Leute an. Ah, Barry, Barry ist da. Aber er ist noch nicht bereit. Wer hat. Der kriegelt sich ja noch. Leute, heute ist Talladega. Barry dreht sich, jetzt hat er ausgedreht.
Who the fuck is Barry? Der erste sein. Merk ihn, der. Wann fängt eigentlich offizielles Rennen an? Keine Ahnung, also ich denke mal gleich. Oh, jetzt! Jetzt braucht Forza okay. Dann viel Spaß beim Rennen, viel Erfolg, viel Glück, Freude, viel Spaß, viel Glück. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen dann wieder eine Reihe. Oder Geister. Oh, Dinger. Was los? Ich hab schon mal Motoren-Sound. Denk dran, es kann eine Startverzögerung drin sein, ne? Also hier ist Fett. Achso, schon lange. So lange? Holy shit. Also, was so, im Ernst, das ist so lange. Ey, war nicht die Rennen, definitiv zu lange. War nicht im zweiten Rennen, dachte ich erst. No. Das ist natürlich so. Jetzt denkst du auch den letzten Jahr gleich. Da ist doch dann schon. Das ist doch wie in der. Das sind 5. Oh, jetzt habe ich nur noch Achtungszeichen hier. Boah, eben ist aber jetzt alle das Achtungszeichen. Das passt ja wirklich nicht, das sind ja 1,15 Differenz. Ey, das ist Blödsinn. Ja, das ist wirklich Blödsinn. Das wird ja gleich mehr. Also der erste ist dann schon wieder da. Kommt ja, der Sunshine nicht los? Wieder raus, Sunshine ist gar nicht losgekommen. Ja. Ey, da fällt das anders ein, du hast wirklich ein Blödsinn. Also das ist völliger Blödsinn. Also ich komm nie raus, ich muss warten noch. Wieder zurück, das... ja, geht mal alle raus die Helm. Nee, ja. Erstmal starten. Ich geh mal eben. Oh Mann. Ist doch raus. Alter, wenn man nicht in die Scheiße nicht kann. So, wer war das gerade? Im Caravan. Minty hat sich gedreht. Jetzt ist er raus. Was meinst du denn? Der gerade der gesagt hat, man kann die Einstellung nicht machen. Weiß ich nicht. Richtig, oder? Ist doch wieder alle raus. Bitte? Rechts hier, oder? Yes. Okay, danke. Ich immer noch nicht. Ich kann erst in 5 Sekunden raus. Ja. Ja, hier kommt schon der GRT Rock schon rumgefahren. Bin ich noch nicht mal gestartet. So. Auf ein neues. Ich will irgendwas haut hier nicht hin. Mal geht's noch. Ihr braucht eh noch nicht bereit. Das nächste ist, ich entfasse die Startausbildung sowieso nicht mehr. Was war da jetzt los, Alex? Die Zeitverzögerung war viel zu hoch. Achso, okay. Gilt es jetzt generell fürs Rennen auch schon Zeitverzögerung? Immer mit einer Sekunde Abstand, oder was? Wahrscheinlich sollte es, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja, Fossa hat es überhaupt nicht geregelt gekriegt. Weil so, der hat mir bis 8 Fahrer angezeigt, also die dann ist er zum letzten gesprungen und dann plötzlich hat auf Platz 1 jemand anders. Da haben wir den allerersten, den kleinen Flitzer, gar nicht gesehen mehr, der als erstes gestaltet ist. Also ich glaube, Forza kriegt das irgendwie nicht geregelt. Nee, weil ein paar Leute bei mir über die Linie gefahren sind und ein paar Leute nicht. Ja, sie wird angezeigt, aber du wirst dann da nicht stehen, dass wenn du gestartet wird. Sicher? Ja, weil ja. Ich hoffe, er hat die Standaufstellung nicht beachtet. Also meine Aufstellung stimmt. Von hinten. Ich würde dann doch ganz gern einfach fahren. Ja. Ich bin wie gesagt nicht Boss diesmal, ich bin nur Erfüllungsgehilfe. Ach. Dann mach uns glücklich! Come on! Ja. Jetzt ist es im Menü bei mir wieder in Ordnung. Warum ist sein FIFA-Symbol? Oh, jetzt geht's los. Ich bin gespannt, ob wir auch wirklich richtig stehen oder nicht. Das sehen wir noch jetzt nicht. Das Licht an. So, hat nicht geklappt. Nee, stimmt nicht. Falsch. Ja, ich bin irgendwo vorne mit dabei, cool. Rausgehen oder nicht raus? Ja, guck mal gleich. Ey, dann soll das Quali nochmal neu machen. Da kommt der Wesentlich. Oh, fuck it. Oh. Jetzt hab ich die Brust nicht gesehen.
Da hat doch Glück gehabt. Ich geh nochmal rüber, so ein Bescheid. Das muss man. Arthur, das soll das Quali nochmal neu starten, weil das nicht. Naja. Starten Leute hinten, die eigentlich vorne starten. Das wird nicht. Ich geh dann auch noch. So. Nochmal raus. Aber er ist nicht alleine. Karabiniere macht das nochmal. Es wird nochmal neu gestartet. Okay. Jetzt hören wir bestimmt an. So ein bisschen. Ja. Ich glaube, ein kleiner Abstand. Was hier los ist. Lassen, oder? Alle machen hier Ausflüge heute. Also mir kommt es gerade so vor, als hätte Forza irgendwie ein kleines Problem. Ja, die Startaufstellung hat nicht gestimmt. Ja, aber ich sehe, ja so, okay, ich sehe einen driften, ich sehe einen in die Wand fahren. Okay. Ich kann mal wenigstens die Starts üben, ne? Ja, und einer ist nicht weggekommen, Gurkenset, hast du recht. Habe ich auch gesehen. Auf dem Laptop. Beim Stream vom Artus. Dass da irgendjemand dem anderen gleich am Start hinten dran geknallt ist. Oh, Artus tritt der Partyball. Eine neue Startaufstellung. Genieht. So, der gute. Wir haben die Screenshots drin, der macht schon auf manuell und hat schon mal dann umgestellt und gibt die Startreihenfolge zu ein. Gut. Also keine neue Quali. Nein. Fortschritt durch Technik. Fortschritt durch Technik. Ah ne, wir fahren Fortschritt, Entschuldigung. In einem Moment sitzen wir da drin. Tut auch wieder. Ja, es wird dann heute ein langer Rennsonntagabend. Ja. Wenn es so weitergeht. Nicht. Das ist ja jetzt, glaub, dann der dritte neue Start. Da müsste ja funktionieren dann. Oh, Alter. Ja, ja, sollte es. Ja, aber vielleicht überlegt sich ja dann Forza wieder was anderes. Anfangszeiten, die es gab. Also weiß mir ja nicht. Ach, der Forza muss man immer mit einbeziehen. Lass uns erstmal machen. Hatten der bei mir zeigt er ganz weit oben Netzwerkprobleme, geringe Bandbreite, ja, das wundert mich ja auch. Aber ich erinnere ganz, ganz selten mal bei Forza. Ist es bei dir auch gerade? Nö. Beim Artus nicht. Komisch. Schonen? Ich hab keine Bandbreite, aber bei Zuschauer hast du ja das Glück, du kannst ja wieder reinkommen, wenn du rausfliegst. Doch da, Hannes. Wenigstens etwas, wenigstens das haben doch die Reihe bekommen. Ich habe das gestern gesehen bei den Mäherrennen, wo die Nicole mitgefahren ist, da ist das auch so, da ist das Stream komplett abgekackt. Aber für den Mäherrennen war es eigentlich ganz einfach, dann wieder reinzukommen. Obwohl das Spiel sich dann auch nicht stand, musste er komplett Reset machen. Und da war es gerade so spannend, weil die Nicole ja gestern richtig gut gefahren ist da und hat ja gewonnen. War richtig interessant eigentlich das Mäherrennen gestern. So lange kann er ja für die Startaufstellung jetzt nicht brauchen eigentlich, oder? Ich denke mal, einer wird vorlesen, ne? Vermutlich mal. Sehen wir, wenn es gleich umswitcht. Dann müssen wir ihn nochmal bereit machen. Artus, wie können wir denn das regeln? Können wir irgendwie Tandem fahren, wir beide? Yes? Ja, wir sind bei den 10, da können wir gleich hin. Ja, aber das ist ganz einfach. Du lässt mich erstmal vorbei und dann stellst du dich wieder auf Straße. Das ist doch Problem gelöst, für mich zumindest. Ja, wenn du den Anwalt bezahlst? Ja, bitte. Diese Startverzögerung ist jetzt komplett weg, oder? Nur im zweiten. Die sollte jetzt eigentlich, nur im zweiten. Genau, okay. Im zweiten. Aber ich meine auch eine Sekunde. Ja, genau. Das hatte der noch von der Quali drin aus versehen. Wir waren versehen, das war keine Absicht. Ja, CPU. Jetzt erwartet er einen Spruch. Silor, sag's. Ich spare mir. Der muss von dir kommen, der Spruch. Ja, aber warum? Den Toni kann ja nicht hören. Nein. Die Einstellung kann man da nicht speichern. Ne? Jetzt mal wieder drauf hin. Ach so. Eine schöne Funktion hier. Na ja. Fast, muss, passiert. Rennen wäre eigentlich schon fast durch. Ja.
Wenn wir ganz pünktlich angefangen hätten, ja, aber naja, ist halt. Naja, nee, das ist viel zu machen. Das ist weiß, das ist nicht. Schade, aber was soll's. Wie gesagt, ich gehe davon aus, ab dem zweiten Rennen oder ab dem zweiten Renntag vor allem, wird alles schon wieder zügiger. Also jetzt alles Erfahrungen, die auch Toni machen muss. Kann passieren. Ja, wenn du das eh nie oft machst, eine Lobby erstellen, da brauchst du. Genau überlegt, das gleiche Problem hatten wir früher in der Saison dann hier auch. Ne? Ja. Haben wir Quali gefahren, dann haben wir umgestellt auf letzte Runde und dann mussten wir neu starten, weil irgendwo der Ton nicht ging und dann war alles im Arsch. Da mussten wir eben alles neu machen. Und nochmal neu umstellen. Und jemand haben wir gesagt, wir machen eben alles manuell. Das soll das Fehler lernen. Wenn man keine Fehler macht, kann man nicht lernen. Ich bin gespannt, was dabei alles rauskommt. Also ich stehe schon mal auf Platz 2. Das ist noch nicht umgestellt, das kann man eingeben. Erst wenn er gleich bestätigt, dann wird bei allen das Häkchen da rausgenommen und ist neu reinfahren. Ist richtig jetzt. Also bei mir stimmt, meine Aufstellung stimmt bei mir. Ich bin auch drin, auf dem richtigen Platz. Stimmt, hast recht, ja. Das war gerade umgestellt, sorry, das habe ich bei mir noch nicht gesehen. 4, 5, 6. Dann mal alle auf bereit. Ja, macht mal alle bereit. Macht mal bereit. So, alles ready? Startverzögerung ist ja auch raus, habe ich gesehen. Sieht gut aus. Macht alle bereit. Hey! So, jetzt geht's los. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja, das sieht schon mal besser aus als vorhin. Jetzt weiß er bestimmt nicht, soll er nach rechts unten gehen auf. Oh, er weiß doch. Da hab ich ja schon mal wie ein Blöder geguckt. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich kann mich dran entsinnen. War bei dem DWCR-Rennen, glaube ich. Ja. Das erste, wo er eingestellt hatte. Erster Platz ist weg. Zwei sind raus. Ja. Aber auch nicht weg. Ach nee, einer, da war ja mit Zuber als Thema, aber einer ist raus. Ja, der Entis ist gerade wirklich zum Start. Oh, wieso bleibst du da nicht mehr? Oh. Hier ist ein bisschen Stau. Sorry, Manu. War nur schlecht, dass der Kurve bekommen hat. Ist anscheinend. Oh, der ist ja gerade ausgefahren. Ist anscheinend. Fährt er mit Lenkern eigentlich? Weiß ich nicht, aber es sind nur 19. Heißt, gehen etliche rein. Oh, da gehen alle raus. Schon wieder welche raus. Ja. Wahrscheinlich werden die nochmal neu starten. Ja, die gehen raus. Also für mich ist das der letzte Start, wenn das immer noch nicht klappt. Also noch ein Start. Ja komm, dann geht mal raus. Oh, der raus ist. Ach Kinderchen. Hey, hey, hey. Das wird halt nicht schwer. Also hätte ich das gewusst, wäre ich auch später gekommen. Meinst du, der ist arbeiten gegangen? Ja, da hätte ich sogar noch locker arbeiten gehen können. Und du willst gestern noch mehr saufen können. Twitch-Nachrichten. So, bereit, alle wachen. Startaufstellung müsste ja stimmen. One last shooter. Ich gucke lieber Nesca. Wenn das jetzt nicht klappt. Passt hier die Action wenigstens auf der Straße und nicht in der Lobby. Artus muss auch noch. Ich will keine Schleichwerbung machen. Artus? Hat jemand von euch Orange Vanilla Coca-Cola getrunken? Ja. Nein. Geht los. Es geht los. Na dann, abwarten, ne? Los geht's. Wenn das Tor aufgeht oder so, war das doch eben, ne?
gern wissen, was der Godzilla in seinem Stream die ganze Zeit erzählt, was hier los ist. Godzilla erzählt gerade nicht oder ich höre ihn gerade nicht. Der schläft. So, Übung oder jetzt richtig? Jetzt sollte jetzt endlich mal endgültiger Start werden. Ist wieder einer raus. Oder was weiß ich wer. Ist doch keiner raus. Ja. Nee, okay, 21, alles klar allein, weil er das kam zu. Ah! Danke schön! Oh! 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 Das ist eine Rechtskurve. Wirklich so eine breite Start in Ziellinie, dass er da reingekommen. Zum Glück halten die Autos ein bisschen was aus. Ja, das sind Panzer, sind das. Oh, echt erwischt. Jetzt auf jeden Fall einer raus. Ja. Oh, wegen Verbindung und kein Bock mehr, weil Unfall und so weiter. Ey! Ich glaube, kommt mir einer vor mir. Dürfte dann, ich schätze, wieder der Ente sein. Ja, der ist auf der Leggy gefahren. Ich gucke mir mal auf, wie ich mich jetzt schwimmert hat. Den brauche ich immer noch rein in die Linie. Ach ja, mit ABS werde ich hier völlig abköppen. Das ABS, das bringt ja richtig, ich glaube, das macht bei mir sogar noch mehr kaputt, als es eigentlich bringen soll. Ja, ich krieg's ohne nicht, leider nicht hin. Ich weiß, es gibt nichts rausmachen, das ist ja hier wirklich so eine Katastrophe. So, heute mache ich es garantiert nicht raus, da muss ich das nochmal vorher ruhig testen. Hat Spaß. Schmeißt du mit Hütchen? Ah. Oh, jetzt! Ah! Muss ich da noch aufpassen? Oh mein Gott, Vinci. Ja, du hast doch wirklich viel Spaß. Ja, ne? Hat der Drift Challenge gesperrt? Mit dem, was da los ist. Nee. Halten Satz schon durch nach einer Runde. Quatsch. Eingesprochen. Aber so komisch, dass ich direkt die Position wieder verloren habe an Arthus. Dann habe ich ihn wohl berührt in der Anbremsphase. Dann habe ich in der, bin ich in der Schikane hängen geblieben. Vorbei. Ja. Ups, sorry. Kein Ding. Nichts passiert. So. Deswegen war ich jetzt ist ja schon spät. Deswegen war ich aber jetzt kein Neustart, weil das Wetter ein bisschen schlecht aussieht. Diese Brille absetzen. Oh, das ist eine meine Kurve. Oh, grüße dich. Willst du jetzt lassen kommen und lang fahren? Was stört den Zünder hier? 32 Runden? Ja, aber zwei, irgendwann habe ich es dann perfektioniert, aber. Schikane ist weniger schlimm, das ist mehr als diese langgezogene Rechtskurve davor. Mist! Spaß nicht. Tja, nächste. Nein,
sehe einen Orca. Was mit dem Orca? Den sehe ich. Aber aus dem Nichts. Zeller, wie viele Millionen Zuschauer hast du in deinem Stream? Ich glaube, er hört mich nicht. Ah, oh, jetzt hab ich grad hier in die Betrie geguckt. Ich fang und rutsche voll geradeaus am Ende, ey. Das finde ich gut. Ah, den Klick macht das auch. Nee, aber das war noch. Oh, ging noch. Wenn ich mich einschaffen würde. Doch, du bist jetzt Autos X-Lix Sandwich. Scheiße. Da kannst du dich glücklich fühlen. Total. Nicht glücklicheres Gewinn am Sonntag. Seh es doch mal positiv. 6 Runden hast du schon überlebt. Jetzt hab ich zu spät gebremst. Überlebt, ja. Walker, in welchem Gang fährst du in der Kurve hier? Im letzten. Mhm. Kurve ich den nicht. Im dritten. Gut. Ich auch, ich wollte was wissen auf. XX, hab ich noch mal ein bisschen weniger, bitte, danke. Das ist schlimm heute. Mein 10. Platz will ich wieder haben, ja. So. Tja, Arthus hat gleich Orca an der Backe. Und Orca-Stördienst. Ja, da ist noch ein bisschen Abstand zwischen denen. Aber ich sehe gerade, Arthus hat ein bisschen Probleme. Ein bisschen immer aus der Kurve raus. Wacker kommt ein Fahrzeug ziemlich euch. Ich glaube, da zieht ein Orca vorbei, wenn er in Wirklichkeit zieht. Ja, Orca hängt ihn schon ganz schön dran. Jetzt mal dann gleich schauen. Auf der Geraden. Ob Arthus gut durchkommt. Gut wegkommt. Ja, Stördienst hängt auch ganz schön hinten dran. Tja, Orca hat's innen versucht und es hat geklappt. Muss ja dann machen, wenn du nicht damit rechnen musst. Ja, dann hoffe ich jetzt mal, dass Arthus seine Stellung hat, ich dir. Position. Oder ob Stöcki es noch vorbeizieht. Mist. Thank you.
Aber da können wir schon die letzten wieder. Schauen wir mal kurz nach vorne. Da schaut eigentlich ganz gut aus. Ja, Dino hat den kleinen Blitzer an der Backe kleben. Und Adler überrundet jetzt gleich. Schalten wir mal vor. Mal schauen, ob das Abo vorbeikommt. Mann! An Carabinieri, glaube ich, ist das. Ja. Ich habe nicht gedacht, dass ich nehme bis an der Stelle. Mal schauen, ob die Sauber vorbeikommt. Und ob er sie auch sauber vorbeilässt, ja, hat geklappt. Mal schauen, ob es bei den anderen zwei auch so gut klappt. Wir sind schon vorbei. Lässt du die Tür auf, Martin? Ja, geht schon. Kommen gleich noch zwei hinter und verschließt rein. Oh. Okay. Da ist gerade wieder ein bisschen abgedriftet jemand. Danke. Hab ich gerade noch so gesehen. Danke, Martin. Danke, Martin. So, der Rock muss jetzt auch mal überrunden. Ah, ist immer schwer da hinten in der S-Kurve zu überholen, aber ist doch gut vorbeigekommen. Um Carabinieri. Mal schauen, ob Sunshine auch nachkommt. Gut vorbeikommt. Ja, ist schon vorbei. Da bin ich viel langsamer umschalten, da ist er schon vorbeigezogen. Ich hab mal nur an der Backe. So, jetzt müssen die beiden ein Carabinieri vorbei. Was ist passiert mal wieder? Was? Rausgerutscht bin. Ach so. Ah, Scheiße. Oh, Artus. Oh, Manu. Thank you.
Oh. Gerade zieht der Lilo aber richtig gut. Sag mich. Erz drin auf der Außenbahn überholt ja auch eins der Wahnsinn. Dann schreib mir doch mal kurz hier, Alex. Da ist gerade nichts mehr. Ist momentan gerade nichts los bei mir. Nichts los. Ich bin gerade allein, momentan. Ganz entspannt. Club 1, ja, weiter vorne hast du mehr zu sehen. Aber ich glaube, du hast gedampft hinter dir, oder? Nee, in Elbflorenz. Elbflorenz, ja. Da wird nicht auch noch kriegen. Okay. Ja, dann schauen wir mal vor. Adlergern muss gleich wieder überrunden. Der schiebt gut an. Schauen, ob es der Zauber vorbeikommt. Sorry. An Crash Zero, glaube ich. Oh, Zwiebelsaft, du kriegst Besuch von hinten auf mehreren. Ja, richtig. Da ist nicht ausfahren. Ich frage mich die ganze Zeit, die 21 ist, also der letzte sozusagen. Ja. Okay, am Martin Wie ist er schon mal gut vorbeigekommen. Oh, es kommt da schon. Ich weiß nicht, dass er Boxenstopp hatte, ne? Bin ich immer gespannt, ob es der genauso gut am Chris Hero vorbeikommt. Ja, ich bin ja auch außerhalb der Mannschaft. Oh. Ausgedrängt im ersten Mal, letzte. Das zweite werde ich wahrscheinlich gar nicht schauen. Okay, Crashiro macht hier Platz, geht rechts. Nicole vorbei kann. So, da ist er von hinten vorbei. Schauen wir mal, was auf Platz 2 und 3 ist. Lilo konnte sich ein bisschen absetzen zum kleinen Plätzen. Ah, fuck. Okay, schalten wir mal zum Legend. Schaut ganz interessant aus. Die alle von Haufen fahren. Sunshine und Alpha sind hinter dem. Schalte ich mal auf Sunshine. Bei dem kleben gleich zwei in der Ferse. Das wird ein wenig interessant werden hier. Ich weiß nicht, ob Alpha ambitioniert genug ist, vorbeizukommen am Sunshine. Ja, könnte auch schaffen. Der Barry. Barry kommt nur vorbei, wenn er abkürzt wahrscheinlich. Das war jetzt nicht bös gemeint. Aber da er vorhin so schön quer zwei Kurven durchs Gras genommen hat. Ne? Eigentlich will ich mich so anstellen. Passiert halt mal. Ah, Mist. Ja gut, du bist doch sowieso. Aber bis jetzt läuft eigentlich ziemlich stabil. Warst du unter Aber ich sehe Martin Wies gerade angekommen von der Strecke. Aber Martin Wies ist zum Glück noch im Rennen. Der Erre-Trenn war in der Box. Ja, das war jetzt. Ja. So haut es uns sonst von der Leitung hier raus. Oder? Ja, letzte Zeit, ja. Okay. Natürlich schlecht. Nach den ersten drei Kurven siebter oder sogar sechster. Ja, das spielt leider nicht. Okay. Ja, Alpha gehen ist jetzt an Sunshine vorbei. Mal schauen, ob Sunshine sich den Platz wieder zurückholen kann. Aber dann drängelt auch schon der Barry.
So, ich sehe auf der Falle da unten, dass Adler Girl sich sowieso ganz schön abgesetzt hat. Also die wird ziemlich stabil. Dahinter kommt dann wahrscheinlich Lila. Schauen wir mal nach, was die sagen. Lila, kleine Blitzer, The Rock auf 4, Legend auf 5. Tja, ich glaube, da wird es jetzt dann mal langsam losgehen, dass der noch ein bisschen mehr Druck kriegt hier. Ich glaube, die Boxenstops gehen bald los. Ja, eine ist auch schon in der Box, sehe ich gerade. Adler Girl jetzt auch. Gedampft kommt raus. Gedampft kommt raus, richtig. Okay. Muss man doch glatt auf Adler Girl schalten bei den tollen Boxenstops von Fossa. Da hat man ja so viel zu gucken. Wie sie sehen, sehen sie nicht. Okay, das bedeutet, dass im Moment der Lilo vorne ist. Schauen wir mal, wie viel Abstand er zum kleinen Blitzer hat. Da ist nicht viel. Alter. Ich glaube, die beiden würden jetzt natürlich versuchen, ein bisschen rauszufahren, wenn Adler Girl in der Box ist. Carabinieri, ja. Ich weiß nicht, was der da im Feld sucht. Okay. Wir müssen es jetzt erst mal wieder überrunden. Ah, sorry. Ja, und gerade bei solchen Situationen ist es ja immer häufig so, dass irgendeiner die Möglichkeit sieht, vorbeizukommen, wenn der andere hängen bleibt. Also Lilo ist ja ganz gut vorbeigekommen. Danke, Martin. Fuck. Bitte. Und kleiner Flitzer jetzt auch. Sehe ich von der Kamera her. Kleiner Flitzer ist jetzt an die Box langfahren. Ich glaube, dann wird Lilo noch weiter versuchen, das auszubauen. Aber so lange wird er ja nicht mehr fahren wollen. Der war ja noch nicht an der Box, glaube ich. Na, das schalte ich hier gar nicht um. Ja. Wird schon mächtig orange, die Vorderreifen. Ob bei mir auch, aber es geht noch, es geht noch. Gib's doch nicht, Alter. Der hält das Track so. So. Mal schauen, wie gut dass sich Adler Girl wieder nach vorne kämpfen kann. Ja, Carabinieri ist mehr abseits der Strecke als auf der Strecke. Ich glaube, der Porsche liegt ihm nicht so. Ist auch sein erstes Rennen. Achso, der war vorher nicht mit dabei, oder? Ne, vorher noch nicht. Alpha Jane ist gerade an der Box, sehe ich. So, Adler Girl hat sich wieder den vierten Platz geholt. Vom 5. auf den 4. Tja, und Lilo hat sich abgesetzt. Der ist schon eine halbe Strecke voraus. Schauen, ob das Adler Girl aufholen kann. Die kommt jetzt an Martin Leaf dran. Zum Überholen. Ja. Macht da schön Platz, fällt sogar raus, was er eigentlich gar nicht müsste. Martin wie? Parker kommt aus der Box. Finde ich aber gut, dass er es gleich gemerkt hat und zur Seite gefahren ist. Arthus kommt aus der Box. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal zu Sunshine, was da los ist. Kriegt ein bisschen Druck von hinten, Sunshine. Aber es hat er, glaube ich, schon die ganze Zeit hier. So, 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 so.
Legend, Alpha Chin, Stördienst ist da auch noch mit dabei. So, einmal Box. Wer ist denn die Elf? Ist ach, gedampft war das, oder Stördienst? Gedampft, ja. Stördienst ist die Elf, ja, richtig. Ja, ist 14 inzwischen. Und in der DS Mighty Fresh. Mann, du hast der Box. Komm aus der Box. So hat er jetzt auf der Karte rangezoomt hier. Du Sack. Bin ich vor dir rausgekommen? Ja. So. Wer ist rausgegangen? Ich bin vor Artus aus der Box gekommen. Ja, du warst eh eine Runde eher. Also ich habe einen Overcut gemacht. Ja, aber ich war ja 250 Meter vor dir. Jo. Ich hab keine großen Fehler gehabt in der Runde. So, Lilo war ja immer. Ich bockte der Box. Ich bin im ersten Gang rausgefahren. So lang zu fahren? Ich seh den zweiten, dann muss er schon ganz so, nee, der war gerade in der Box. Das ist mehr ein bisschen älter. Ah, verdammt. Ja. Okay. Das Problem hatte ich auch. Da hab ich gerade gar nicht drauf geachtet. So, dann ist Barry gerade auf Platz 1. Oder Artus kriegt mich eh gleich wieder, also von daher. Was ist das nur Artus? Der wird mich gleich eh wieder kriegen. Dann schauen wir doch mal zu dir hinter. Weil in der Kurve verkacke ich mit ABS eh viel zu viel. Okay. Ja, aber obwohl? Ich muss viel zu zeitig bremsen hier. So ist das ohne ABS. Und andere beschweren sich dann, was bremst das so früh, die hier ABS anhaben, ne? Also bei anderen Rennen. Ne, ABS hat so einen langen Bremsweg. Ohne ABS bist du halt besser dran, wenn du was kannst. Ja, aber ich bei ohne ABS tue ich schon manchmal auch ein bisschen früher, wenn ich zu schnell bin, bremst, als man normalerweise mit ABS bremsen würde. Kommt halt darauf an, wie gut das man kann, mit oder ohne ABS. Ja. Bei Forza GT ist es nicht ganz, ganz so krass. Ja, ich war gerade. Ja, die haben sowieso starke Bremsen. Also von daher, wenn du den Bremsdruck ein bisschen weiter rauf machst, dann klotzen die gleich so euch rein. Denkst du eh gleich an der Scheibe. Zwiebelsaft, ich bin auch in der Autos. Ich komm. Ja, fahrt vorbei. Gut, vorbei. Danke. Danke. Danke, bin ich schon vorbei. In der Ruhe ist die Kraft. Üben. Ja, okay. Heißt dich doch hat ganz gut. Hat sich schon wieder auf den ersten Platz vorgefahren. Wow, zweiter ja, Linoa. Der kleine Flitzer. Hier am Anfang. Mann, ich bin da. Schauen wir mal, so Rob, was der eigentlich so treibt. Immer besser. Je mehr du fährst, je öfter du fährst, desto besser wird's. Die ja, meisten haben so eine saubere Runde. Du sauber Runde ist hier sehr schwer heute zu kriegen. Musst du erstmal keinen vor dir haben, dann die Runde auch mal richtig treffen. Und das ist heute Achtung, Martin. Nicht einfach. Verdammt. Ja, danke. Hey, kleiner Flitzer ist schon wieder am Lido dran. Sehe ich wieder, schauen wir mal dahin. Naja, aber ich hab dieses Gefühl, und WS hier, ich habe hier null Bremswirkung. Also, ich muss ja teilweise wirklich schon einen halben Kilometer vorher bremsen oder so, dass ich da mal zum Stehen komme. Ja, in der ersten Kurve musste wirklich, wenn es anfängt, gelb zu werden, auf die Bremse latschen. Bei dem Auto. Ja, aber das ist ja. Andere die Bremsen kurz davor. Schauen wir mal, die fahren wieder im Dreierpack. Mein, die Fred. Orca, was ist eigentlich mit Orca heute los? Kommt denn. Der ist doch sonst hier, kommt doch mit Porsche richtig gut klar. Hatte der am Anfang einen Crash? Wo ist ein Orca gerade? Das weiß ich gar nicht. Der ist auf Platz 12. Und guckt hier sehen, ruhig alleine verlassen. Hat jetzt gedampft, Zu weit rückt die nicht.
Ja, das Auto schaut auch ziemlich mitgenommen aus, also da muss ich gewesen sein, ein richtiger. Junge. Wie der ausschaut. Von ihm nicht. Du machst immer viel zu viel Platz, Martin. Ja. Ja, ich weiß. Machst du das gerade, Artus? Manu und Spürdings dahinter. Bitte was? Machst du das gerade in der ersten Kurve? So. Nö. Flash Zero ist halt auch ein bisschen abgeschlagen und Ed Forens. Verdammt, ziehst du mich ein Spiegel? Oder bin ich unsichtbar? Ich hab keinen guten Spiegel. So. Jetzt müssen wir nervös machen, oder? Fängt das Überrunden an, wird's immer schwer? Nein, ich hab geringe Bandbreite. Okay, oh, oh. Ich fährt gleich wieder raus, kommt gut vorbei. Dass er mich sehen kann und irgendjemand konnte mich nicht sehen. Also Martin Lee macht schön sauber Platz. Übertreibt's immer. Fährt schon raus. aufs Gras. Ist sehr war weit entfernt. Das wollte ich aber finde ich toll, dass er eigentlich so schnell gleich Platz macht. So, Lilo muss dran vorbei. Aber ich glaube, da oh, macht der Martin hier auch gleich wieder sauber Platz. Oh, oh danke. Bitte. Ja, kleiner Flitzer hat doch einen ganz schönen Abstand zu ihm. So, Lilo ist vorbei. Entschuldigung. Oh, Florenz ist rausgeflogen. Okay. Ich bin nur noch 20. Schade. Ja, er hat so die Karte verlassen. Ist er rausgeflogen oder rausgegangen? Nee, richtig rausgeflogen. Aber er hat mich ja gerade überholt. Ich schätze mal rausgeflogen. So. Also Sunshine und Legend beiden sich jetzt. Richtig, ja. Legend klebt ihn ganz schön am Hintern. Ja, das. Meinst du? Ja, weil das Horn so lang ist, hat er irgendwie einen Mut abgehauen. Also Legend will unbedingt den 6. Platz haben. Oh, Nicole kommt nicht nach außen. Ich würde mal empfehlen, ihr noch einmal irgendwie eine Training, wie... Ich glaube, die hat sich gerade leicht berührt. Und erlaubt die Moves dann in so einem Rennen. Oder müssten halt... Ja, manche, die drücken sich einfach vor der Kurve in die Spur rein, was verboten ist. Gerade wieder die Dive. Okay, okay, eine kleine Flitzer wurde überholt. Also oder manchmal also ich Spur dann zu und sowas. Wundert mich, dass The Rock so gut aufgeholt hat jetzt. Hat kleiner Flitzer vielleicht irgendwo einen kleinen Fehler gemacht? Rock fuhr ja die ganze Zeit so für sich alleine. Und hatte viel Distanz zum Vordermann, zum Rückmann. Das kann auch durch einen Boxenstopp passiert sein, dass er jetzt nicht weißt, mehr so... Weißt du, dass er in der Box drin war? Ich sehe jetzt gerade, dass ich wieder in der Box steht, aber einfach, ne? Ich glaube, das ist... Wer ist das? Halt auch unter der Martin Wies in der Box. Kamera durchgeschrieben hat oder kann auch über schweren zu schriften ist. Ich glaube, das zum Beispiel bei der Stoßstange fährt ganz anders als und, du, wenn du also ich meine, weißt du? Der Adlergeist sieht egal, die Regel gut aus. Beide Platz ist und dann kommt der Rock. Zum Beispiel ist, ich denke mir mal, kleiner die anderen haben einen ziemlich großen Abstand. Martin, ich komme da immer mal einen kleinen Blitz. Ja, ja. Dann, wenn du neben ihm bist und reinziehst, ich sag mal, das mit dem Reinziehen ist so die eine Sache. Was, um was es mir geht, ist eigentlich das Dive-Bombing. Und das machen halt der ein oder andere, macht das wirklich extrem. Und wenn du halt vor dem bist, dann kann die irgendjemand neben dir rechts bei einer Rechtskurve reinschießen und deine Linie kreuzen und dich dabei noch abräumen. Oder du musst so weit aufmachen, dass du das halbe Feld verschlossen musst. Damit kein Zusammenstoß passiert. Und das hat nichts mit der Perspektive zu tun. Ja, ob der kleine Flitzer noch was holen kann, ne? Wird ein bisschen schwer werden. Die letzten 4 Runden. Wo sind noch 4 Runden? Ja, ich muss noch meine Box. War ich schon, für dich eine mehr, glaube ich. War das heute mit 2 Rennen oder war das 1 Rennen? 2 Rennen, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade gar nicht, habe ich gesagt. Ich weiß, glaube ich. Oh. 2 Rennen. Ah, okay. Rennen. Florenz kommt wieder in die Party.
Nein, Florenz ist wieder aus der Porte raus. Nee, ich bin noch da. Ich bin noch da. Ah, okay. Mein Rauschspiel ist bei 4% Sprit und 88% Reifen, von daher. Mit einem Schlag ging mein Bruder ein. Langsamer, sorry. Ja, das ist immer ganz toll sowas. Wer ist denn hinter mir? Wer ist hinter mir? Ich. Ja, ich mach Platz. Jo, danke. Das gibt's sonst. Willst du es noch ein zweites Mal machen? Schauen wir nochmal, was der Gedampfter macht. Die grüne gleich Gruppe drei hier. Grüne Porsches auf einen Haufen. Volker, Gedampft und Carabinieri. Viele haben grün auf ihrem Porsche. Ich weiß gar nicht, warum das hier so grün ist. Das Grün ist die Standardmarkierung. Ja, ich weiß schon, aber ich finde das so hässlich auf dem Porsche. Und das überhaupt nicht klar. So, nochmal, ich meine, ich hatte immer meinen Porsche-Grün. Da schaut das Auto so minderwertig aus mit dem Grün. Ich weiß nicht, was Porsche dabei gedacht hat. Meiner ist orange-blau. Glaubst du? Deine Autos sind immer irgendwie was mit Orange, ne? Das habe ich schon mitbekommen. Ja, meistens orange schon. Orange ist, glaube ich, deine Lieblingsfarbe. Ja. So, schauen wir mal, Runde 30. Also gut. Adler Girl fährt ganz locker und easy da vorne rum. Muss bloß ein paar Leute überrunden. What? Aber ich glaube, die letzten zwei Runden dürften sich für sie auch verrunden sein. Okay. Der Schlechtling ist noch gepusht von gestern. Die hat so viel Adrenalin von gestern noch übrig. Eine Fahrt auch sehr gut. Aber ich meine, das Rennen war auch heftig. Also wenn du die ganze Zeit jemanden auf, ich sage mal, auf 5 bis 10 Meter im Rückspiegel hast und das über 6, 7, 8 Runden, irgendwann kriegst du hier voll den giftigen Kollaps. Also, ja, also ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war. Aber es war ein super Rennen. Hat auch Spaß gemacht anzuschauen. Richtig toll. Und dann muss ich hier gleich draufsetzen und macht hier auch gleich wieder den ersten Platz heute. Oh, sorry. Lilo kommt nicht mehr ran. Also sind alle ein wenig zu weit auseinandergezogen. Was interessant wird, hier der Platz 6, der Platz 6, 7 und 8 sind nah beieinander. Schauen wir mal kurz zu denen. Legend, Sunshine und Alpha Gen. Okay, Sunshine ist da ein bisschen aus dem Takt gekommen. Nicht gelaufen. Und deswegen. So, zwei Runden. Haben wir da Alpha Chain vorbei. Was haben wir hier? So. Ich hab dir aber genug Platz gemacht. Ich glaube, es lag an dir, aber ich muss. Ja, danke. Ich abzuschauen. Sind alle schon jetzt. Ich gucke davor ganz schön. Die letzte Runde. Sich aber nicht viel mehr tun. Ja, war ich schon den ersten Plätzen. Die erste. Oh, perfekte Kurve. Also Platz 1 Adler Girl, Platz 2 Lilo, Platz 3 kleiner Fetzer auf 4 und Barry auf 5. Bei mir wird, glaub, ist gerade was los. Ich folge gerade Platz. Oder? Nee. Ach, Rock ist. Nee, Rock ist das. Was noch interessant. Oh, da kam der Mitte noch dazwischen. Ah, Scheiße. Dann habe ich nicht kommen sehen. Mal schauen, ob hier noch was geht zwischen Legend, Sunshine und Alpha Gen. Sunshine ist da ein bisschen abgeschlagen. Ja. Scheiße. Mist. Dürfte eigentlich Legend auch gut machen. Und Eric geht auf 9, 10 Kampf. Oh, die fahren so schön in der Kette. Ich gucke. Gut. Nicole hat das Training so, was hätte... wieder mal. Ich muss noch eine Runde. Das Ärgerliche ist, ich hab gerade aus... Denk mal, wir sind Treibertage unterwegs, Genoss.
Stimmt, der ist ja noch. Mhm. Ist ja noch am Laufen. Ist ja die letzte Runde. Habe ich mich verschaut gehabt. Darf man die Dive City noch aber schlimmer? Da passiert jetzt nicht mehr viel. Ich glaube jetzt nicht, dass sie abfliegt. Die reagieren. Milo auch nicht. Oh. Dann sagen sie einfach mit anderen für sich durchfahren. Ich hab mich jetzt gerannt. Was könnte der Treiber hinter dir sein? Dann flock ich 8 Treiber. Okay. Kann man mal schnell. Ich bin mal kurz weg. Ja, aber schau. Aber X6, du bist noch echt. Ja, ich bin noch echt, noch echt. Das ist diese Nahtlose. Ja, auch gut, der macht sich seinen Platz hier. Warum nicht? Schon den dritten Platz behalten. Nee, bitte aber nicht. Jetzt, du, Alex, du lässt ihn nicht kommen. Ja, jetzt bin ich gleich Treiber-Tor. Der Vorteil ist wahrscheinlich sogar, ey, Florenz, ich hab noch 2 Runden. Nee, so, durchs Ziel. Und da gibt's dann einfach auch hier, ne? Ja, wissen wir. Weil kleiner Fischer war ganz schön am Land. So. Ja, so. Die Frage. Danach alle normal. Ach, nein, ich schau mal. So, ich bin mal kurz weg. Hallo, ist. Jo. Ich werde auf jeden Fall einmal die Lobby verlassen und den Lobby wieder joinen, weil ich geringe Bandbreite habe. Nein, du startest nicht vorne gedampft. Das geht wohl richtig. Ich weiß, ich kann wieder raus. Du hast du gerade von der ersten Szene gesprochen, oder? Ja, für Orca lief es nicht so toll. Doch, ja, aber das muss ja nicht. Aber geht nach Platz auch nach Rundenzeiten. Manu eigentlich auch nicht. Ab 11 wundert mich. Dann eigentlich. Herzlichen Glückwunsch, dann steht zwar als Erster da. Spürdienst ist auch ziemlich weit hinten. Ich dachte, die Waffe wusste, dass er mit Orca um die Pole Position kämpft. Wusste nicht. Scheiße, die hätte ich den Orca mal vorbei entlassen, ey, Kacke. So, Artus, ja. Und jetzt auch mal ins Ziel. Ich hab da gar nicht dran gedacht. Aber ich hätte auch dann noch mein die Fresh. Aber ich bin 32 und dann bist du unterwegs, Alex auch. Immer anders gefahren. Ich fahr die immer an. Ey, sag mal, Orca. Endlich eine saubere Runde. Schäm dich. Ja. Nee, ich hab doch gesagt, ich bin die 32 mal anders gefahren. Keine Runde der einer anderen ähnlich. Hast du die Dreck? Katalonien, Alter. Die sollte man mit dem Ski reiten, oder? Tja, oh, dann mach ich jetzt auch mal kurz in Pause. Das ist vielleicht eher eine Motorradstrecke. Und dann schauen wir mal. Wie lange sind Pause? Ich hab mal nur wüsste, ich hab keine Ahnung. Okay. Ich bin auch nur Erfüllungsgehilfe, ich weiß es nicht. Nee, hätte sein können, dass ich jetzt mal. Was nein, ich schätze mal die üblichen 5 bis 10 Minuten oder so maximal. Oder ja, gut, das fahren gehen. Ja noch. Mensch. Eben. Also, Martin, in welcher Runde bist du? 29, ja 30. Ja, guck mal, dann dauert das schon allein auf 13 Minuten. Na, dann kann ich dann nochmal. Aber schön, ich bin überall rausgeflogen, wenn ich aus dem Großflügel, ne? Okay. Als Trainer. Ne, da bleibt man ja auch drin, wenn man offline geht. Da muss man aber bewusst rausgehen. Okay. Also du bist dafür immer gefangen, mit anderen Worten. Hallo. 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 So, letzte Runde. Wer war jetzt der Neuling hier, der Carabiniere? Wir haben mehrere Neulinge dabei. Also zumindest Carabiniere ist relativ sehr frisch, was Forza überhaupt angeht. Siehst du, der fährt schon. Ja, aber der fährt richtig gut dafür. Also. Und das fand ich richtig gut. Wir haben dann noch an 9 Fahrern dabei, die also ein bisschen ungeübt sind. Ich glaube, Rico, du bist auch relativ ungeübt, ne? Ja, relativ. Relativ. Also Rico ist hier. Grease oder Press 61. Ja, genau. Mind the teenage, hat mein Englischlehrer immer gesagt. Say it, don't pray it. Mein Englischlehrer hat immer gesagt, geh in die Ecke, stell dich hier noch schämen. Du darfst die ganze Stunde kein Wort mehr sagen.
weil ich wieder böse war. Ich glaube, wir haben auch schon mal drüber geredet. Die 61 in deinem Blick, hat die was zu bedeuten? Der gleiche über mir? Das ist die 66? Ja, das sechste, der erste. Ah, okay, die haben noch was zu freuen. Scheiße, keiner ist intelligenter als wir, Artis. Nee, das ist scheiße, ey. Sechste Hannes wurde nach Christus 15 Minuten ausgewechselt wegen Wadenproblemen. Das sechste erste ist mein Geburtstag, ja. 82. Okay. Ist der Stutzen runtergerutscht, oder wie? Hm. Dachte, wo kommst du eigentlich her, Breath? Breathe TH, Breathe, Breath. Ich hänge jetzt hier in dem Spiel fest, muss ich hier ganz rausgehen, oder? Du musst warten, du musst warten, bis vorbei ist. Kommt da jemand? Na, einer noch. Fortsetzen. Einer fährt noch. Der letzte. Ja, Martin fährt noch, ganz ruhig. Achso, okay. Lass den guten Martin in Ruhe zu Ende fahren. Zwei Minuten noch. Ja, kein Stress. Letzte Runde. Dann sind es keine zwei Minuten mehr. Obwohl, bei dir vielleicht schon. Ja, stimmt. Ja. Sorry. Was ist noch was? Guter Seiten. Aber du bist eine saubere gefahren, ne? Immerhin. Mindestens eine. Muss man so sagen. So. So. Ich bin mal kurz drüben in die andere Party. Ich komme dann mal rüber. Ja. Ja, alles klar. Die passt mir gleich auf Adlergirl auf. Warum? Ja. Ich hab die ungern hinter mir. So. Es gibt schon noch ein zweites Rennen, Alex. So viele Möglichkeiten. Ja, es gibt ein zweites Rennen. Wie lange wird eine Pause gemacht? Wie lange ist denn jetzt noch Pause? Ich weiß es nicht, Toni Frage. Ja. Pause, keine Ahnung. Dürfte aber nicht sehr lange sein. 10 Minuten vielleicht, 5 oder so. Ja, aber mit dem Überholen. Ja, yeah. So Klaus, you can eat food meanwhile. Ja, hab ich gemerkt. Until the second race. Ja, fängt davon ab, wer vor ihr fährt. Und ich glaube, die meisten können ja eh schon Pause machen. Da wird die Pause nicht so lange sein. Man muss halt auch wissen, wann man verloren hat und wann man nicht verloren hat. Pizza? Hier. Hast mir richtig leid getan da hinter mir. Du kommst auch, wenn du gleich leer bist, kommst mit der Karre. Der Applaus, der hier drin ist, Alex, ja. Ist wahrscheinlich von den anderen Leuten, von den Engeln, die da mit dabei sind. Wer? Schade, dass Martin Liesig vor mir läuft. Bei mir ist ein Applaus mit drin. Ja. Er ist wahrscheinlich einer von so. Ein Kumpel von den Engländern, die mit drin sind, oder? Das kann sein. Warte, sehe ich gleich. Ich habe irgendeine Vorsatzung abgeschlossen. Kannst du meinen Henning fragen, wann das nächste Rennen dann startet? Ja, er weiß es auch noch nicht. Achso, dass ich es hier im Chat reinschreiben kann. Warte mal. Die Leute Bescheid. Ich weiß nicht, was dieses Mal dran ist. Ich versuch's. Diese Woche oder Monat oder wann das geht. Oder das sagen hier, dass es hören halt. Ich frag mal bei Telegram. Aber zu poppt meiner auf, den habe ich aus Versehen gemacht. Und ja, ist halt so. Ja, ich bin immer auch so, vielleicht wieder da. Ja, ich denke, ein paar Minuten. Jo. 5 Minuten wird es bestimmt mindestens dauern. Ist ja nicht schlecht, wenn man dafür nichts machen muss. Okay, I'll be back. 5 Minuten. Ha, wer startet jetzt auf Platz 1? Bis dann. Ich weiß auch nicht. Ich bin schon ein Idiot. So. So. 5 Minuten ist noch Pause, schreibt er gerade. Ja. Muss ich auch gerade sagen. Wie ist er denn mit 2 Stops auf 9. gekommen? Er fuhr echt gut, muss ich sagen. Junge. Der ist auch der Gerrit Einhardt, der konnte mit Leuten die Störiger lang gesprochen, glaube ich. Mit bei ihm, also, wie soll ich sagen, am besten die sich Platz verschaffen an die Ringen. Den lasse ich am besten vor. Der ist mir auch schon aufgefallen und der Toni weiß dann auch, und der wollte sich den A entweder vornehmen oder ausschließen, eins von beiden. Das
ist schon bekannt bei dem. Das ist der vom Training von Mikko. Ja, genau. Ja. Es geht ja nicht darum, dass man da alles restriktieren muss, aber es gibt halt auch Sachen, wo du halt anderen, ich sag mal jetzt nicht auf den bezogen, aber allgemein, wo du anderen schön das Rennen versäumst. So, wieder da. I'm sorry, wenn ihr mich gewartet habt. Nö, ist noch. Haben wir. Toni hat's ja geschrieben, 5 Minuten. Mach ganz viel Schluss. Ach so, weil alle Haken haben. Ja, weil. Ja, ja. Alle 4 Haken. Weil keiner einen Haken ausgenommen hat. Also habe ich vielleicht, also doch auch schon. Rennt ihr sich auch wieder in der Hoffentlich ja, hält's. Aber Martin ist diesmal drinne gepfiffen. Sag nicht so weit. Oh ja, stimmt. Scheiße. Hätte ich lieber nicht sagen sollen. So, dann muss ich jetzt im zweiten Rennen, mach ich noch was Wildes, probier ich mal was, ich nehme jetzt den automatischen Lenken raus. Oh, mach er nicht, Artus, mach er nicht, das ist ein Fehler. Ah, du kannst ja mal ABS einschalten. Ich fliege gerade in der Startaufstellung rum. Ach, ist das jetzt schon mit der veränderten Startreihenfolge? Dritte die ersten 12? Das wird das halbe Feld oder die ersten 10? Ja, wir lassen uns überraschen. Dann macht er den Schnitt bei 12, da steht Mario vorne. Oh. Holy shit, Alter. Ich dachte, du echt? Scheiße, hätte mich Manu jetzt nicht vor uns noch überholt, wäre ich als erster gestartet oder was? Das wäre die uns dann erspart geblieben ist. Ey, das wäre aber cool gewesen, weil der XX kennt ja keine Schmerzen, der hätte das ganze Feld zusammengestaut. Wieso stehe ich noch zwei? Aber gedacht, ich habe bei dem Kurs in der ersten Kurve nichts zum Gegenhalten. Nee, es ist auch ein Bug, also bei mir stehe ich nicht auf. Da kann ich wirklich nur ganz brutal irgendwie versuchen. Ja, wenn das halbe Feld dann umgedreht wird, die erste Hälfte, dann werden die ersten 12 umgedreht, nicht die ersten 10. Laut Regelwerk die ersten 10. Ja, ich bin nur die ersten. Dann ist er noch Master, genau, dann auch mit. Ist auch doch gedampft. Mir ist eh egal, wo ich fahre. Hauptsache dabei. Ja, gut, aber das geht. Ist ja mit einer Sekunde. Ja, da bin ich wieder. Dabei sein ist alles. Das ist recht. Also, er hat gerade bewusst den Eretrin auf Platz 2 gesetzt. Da geht davon aus, dass dann auch so was. Artus wollte mich ja dazu überreden, dass ich mitfahre. Aber ja. Am Sonntag ist für mich der Chilltag da. Stress ich mich nicht rein mit 64. Weißt du, was ich selbst gesagt habe? Nee, du. Das tue ich mir nicht am Sonntag. Ich muss dazu sagen, ich habe es auch so klein im Stream durch den Vierfach-Stream, dass ich auch wirklich alles genau sehen kann. Weil er da treibt. Jetzt wäre X6 auf 5 geschoben, hä? Warum das denn? Ey, Artus, in deinem Alter muss man eigentlich eine Lupe auf dem Schreibtisch haben, oder? Die habe ich nicht auf dem Schreibtisch, die habe ich mir über die Brille geklebt. du meinst so eine spezielle Brille, wie die auch, wie nennen die sich? Hornbrille. Nein, wo die Juweliere. Klo. Ja, Klo. Genau. Klobrille in die Augen. Ich dachte, jetzt so eine Feinmechanikerbrille. Um ganz tief. Ja, so ein Uhrmacherbrille. Genau. Bitte? War das Uhrmacher, um ganz tief reinzusehen, die Klobrille. Genau. In die tiefsten Abgründe. Es gibt 2 Bonuspunkte für die schnellste Runde, ey. Ja, wer hat die? Warte mal, wir machen einfach einen Screenshot. Ich mach oben einen Screenshot, sicherheitshalber. Ja. Ich muss auch der Sunshine machen, der macht da bestimmt ganz viel Flüchtigkeit. Ah ja? Hast du das beim Nesca gemacht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Hast du das, ja? Beim Nesca gab es keine Punkte. Ach nicht? Ach so. Nee. Da muss die Seite mal löschen mit dem Punkt von Pesca. Ich hab mal Screenshots gemacht, dann hab ich dann in Ruhe. Oh, der erste kriegt ja 7 Punkte mehr als der zweite. Mhm. Alter. Aber ich würde sagen, im Allgemeinen ist es doch recht gut,
verlaufen, das Rennen. Martin, jo. Wie erster? Bis auf ein paar Abflüge. Ja! Aber war nichts Schlimmes so. Also, ich meine jetzt eine Massencrash. Technisch. Das ist auch nicht gut, glaube ich. Dass es mal ein paar Anstoße gibt, ist ja eigentlich fast normal. Ja, klar, das ist normal. Nee, bei einem großen Crash oder so hat es ja nicht gegeben. In dem Sinne und. Könntest du mal fragen, was mit Orca los war? Weil sein Auto schon ziemlich fertig ausgeschaut hat. Also, der hatte ja mal irgendwo einen Bums gehabt. Ja, die Party hat sich gerade verabschiedet bei mir. Ich muss gerade mal kurz raus. Ja, kein Thema. Warte mal, erstmal muss ich mich entxen, dass hier nicht einer zufällig neu startet. Ja, und ich muss zuschauen gehen. Das hat er gerade erst gemerkt, ich habe den Ton gehört. Sonst bin ich derjenige, der hier angebumst wird an der Strand. Ziellinie. So. Ah, ich wollte doch nicht das. Nein, das wollte ich nicht. So. Falsch gedrückt. So. Party beitreten. Was soll ich mit Orca fragen? Ja, ob er einen Crash gehabt hat, weil er eigentlich so weit dahin schritt, weil er von seinem Auto ziemlich kaputt aus. Orca, ich soll dich fragen von Godzilla aus, ob du einen Crash hattest, weil du so weit hinten warst. Und was bei den Zocker, ja, die Reihenfolge ist in Ordnung oder was? Ja, Orca hat den Crash. Bin ich bescheuert? Okay. Oh, hier haben ein paar Partyprobleme. Hat da einer Bock, mich durch die Gegend zu schieben? Achso, hoffentlich war ich das nicht. Ach, guck mal, der Rennleiter. Aber die Party hat eine Macke, glaube ich. Ganz viele kringeln sich. Also ja, Test, jetzt geht's. Jetzt scheint's dir wieder zu gehen. Hallo, große Entschuldigung für den Start, wie das hier alles losgegangen ist. Ach, Gott. Das hat alles nicht so gut funktioniert. Jetzt müsste es eigentlich in der richtigen Reihenfolge sein. Die ersten 10 hinten. Nee. Also, wenn dann ich sortiere, dann passt das. Sollten nicht die ersten 10 umgedreht sein? Und dann der, ich dachte, in der genau nach Regeln sind doch die ersten 10 gedreht und danach. Nein, nein. Ja, dann nur ein bisschen. Habe ich es vielleicht falsch beschrieben. Also es startet definitiv der mit der schlechtesten Rundenzeit vorne. Das heißt, Position, wenn wir jetzt ein volles Fahrerfeld sind, 11 bis 24, nach der schlechtesten Rundenzeit. Und dann starten quasi auf 14 bis 24 die ersten 10 in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, der schnellste oder der Gewinner aus dem ersten Rennen ganz hinten. So, im zweiten Rennen, dann wird dir das gedrehtes Feld, oder? Soweit ich weiß, oder? Probier mir das bitte. Die von den Rundenzeiten her am schlechtesten waren, die fangen dann von vorne an. Nein, nach den Regeln. Oder wie war das alles? Nach den Regeln, vielleicht umformuliert. Die dritten, die ersten 10 werden gedreht. Ah, hört mich gerade nicht. Und danach, ja, und dann kommen die. Nein. Es steht im zweiten Rennen, starten die ersten 10 in umgekehrter Reihenfolge hinter den punktlosen Fahrer. Also wie Sunshine das gerade erklärt hat. Ah, okay. Die punktlosen Fahrer. Alex? Ja? Beim zweiten Rennen wird jetzt das Fahrerfeld umgekehrt. Also die Uhr jetzt beim ersten Rennen. Die hinteren Ränge kommen jetzt invers an der Stadt. Warte mal, kurz. Ja, also wenn ihr bereit seid. Ja, kein Thema. Okay. Die letzten Szene werden in umgekehrter Reihenfolge nach vorne gesetzt. Genau. Mach dir doch gar keinen Vorwurf, du machst. Ach. Ich hab das Ganze ein bisschen interessant. Viel Spaß. Was war das? Viel Spaß. Später. Thanks for the follow. Das wird ja jetzt spannend. Das wird lustig, ja? Ja. Nice day, wie wir. Also Martin, du brauchst jetzt keinen Platz erstmal machen. Wieso links und rechts? Ja, aber ich glaube, der eine fährt nach links und der andere fährt nach rechts. Ja, ich glaube, die beiden GLTs sind genau, die ich auch gesehen habe. Ja, René fehlt auch, also ich würde sagen. Echt? Er ist aber noch in der Lobby. Der ist wieder drin. Aber nicht in der Party. Ja, aber nicht in der Party. Ja, die hatte doch gerade eine Macke, die Party. Naja. Und so. Flitzer hat ein. Ah, es gibt auf einmal heißt der GET-Flitzer. Aha, schau an. Geht's ehrlich?
Während des Rennens. Er hat sich nicht umbenannt, aber er hat das GRT-Logo als Avatar. Okay. GRT-Killer-Flitzer. Es geht los. Okay, next race is about to start. Da doch jetzt wieder mit den Spielen. Ne, schau mal. Wieder voll zu versenken. Nein. Dein Rocket League. Genau. Außerdem ist das so wie früher mit dem Piercing. Irgendwann ist es so, dass du den Case hast. Das geht los. Bitte ein bisschen in Kontinuität. Da kommt, du stehst hinten. Das ist ewig. Ach so, stimmt. Viel Erfolg. Ito. Hast du jetzt früh gebremst, Nico? Ja. Fuck. Z-Bitch. Nix passiert. Jetzt fiel es oft. Ja, Martin, bist du unter Einsatz erster für N? Ja, die erste Runde war die erste. Einzel? Ja. Das geht jetzt so viel besser ohne dieses scheiß ABS. Einzel immer noch? Nein. Zum Glück habe ich es dir erklärt. Ah! No! Arthus, was ist los? Ey, Arthus als Anführer? Das ist doch hier was faul. Abwinken. Das war's wieder. Oh Gott. In der Ruhe nicht die Kraft. Aber so viel, ja. Bitte schön, stell dich nicht. Dankeschön. Hast du schon neben mir, ne? Ne, hinter dir, ich hab ihn nur angeschoben. Mann, ich bin. Aber Autos, da müsst ihr mal mit X-Links reden, wenn du gleich von der guten Flagge ist. Unfall. Wieso rote Flagge? Ja. Wegen was denn? Das hängt deine Tust. Oh. Vorsicht. Ah. Leute. Ja. Ihr solltet schon machen. Scheiße. Sorry. Das war so Chaos für die ersten Runden. Never! Was, wo kommt der denn her? Das ist ernsthaft, blockierst du alle oder warum? Nee, er fährt davon, das ist das Problem. Halt irgendwie ruhig sein, mach es dann auf. Versuche ich. Erik schon der Vierte. Stimmt, der ist hinter mir. Aber der wird mich gleich kriegen in der ersten Kurve. Ich hab hier nichts zum Gegenhalten. Dein Push. Ja, ich kann höchstens ganz brutal reinziehen, aber
Ninky, warst du gerade im Drift? Das sah gerade so aus. Du siehst mich da nicht, oder? Ach nee, das war Stördienst. Entschuldigung. Das kann in 21 sein. Das muss ein Haufen Autos sein. Ich war schon wieder in der Box deswegen. Oh je, der Störnings kommt. Wieso war das niemand drauf? Wir garantiert kommen. So, jetzt wird mir Störnis kriegen. Da ist der nächste. Mein Gott, die Koppel, ey, die geht mir so auf den Piss, ey. Ehrlich, hier schon wieder. Ey, das ist unfassbar. Ah, so ist es. Unfall gewesen. Okay. Ah, ich will die 20 nicht verlieren. Oh. Mein Gott, sie macht es nämlich wieder hier, ey. Das macht keinen Spaß mit der zu fahren, ehrlich. Was macht sie denn? Ja, innen reingestoßen. Rein. Ja, kann man uns bloß drauf freuen, wenn dann die Strafen da sind, weil da werden sich einige beschweren. Ist das mit dem Katalog drin? Was? Da weg haben. Ja, registriert ist das Forscher das? Noch nicht, aber ist geplant, ja. In welchem Teil? 9? Ah, verdammt. FIFA Street 3. Nee, Forza Street 2. Da kommt das. Mann! Was machst du denn? Ich kann mich nicht mehr konzentrieren, aber du machst es nicht. Denkst du an Brüste? Im Gegensatz zu den meisten Anwesenden kriege ich regelmäßig Sex, also da brauche ich nicht dauernd dran zu denken. Schön. Das Safe-Stunde zusammenstecken. Was? Mit der Sauerstoffflasche daneben. Mittendrin statt nur dabei, sag ich dann nur. Nach Arctus und Störtis hat sich gerade lieb. Ich fliege halt das Feld mal in uns mit uns.
Ein Versuch, man schützt. Wenn die Autos haben, wir den Schutz mal hinten. Martin, was wird zwar hinter dir? Kreie. Entschuldigung. Da kommt der schon wieder so ein Volk. Bitte. Ja, was hast du jetzt gemacht? Nein, das ist das Ganze. Ist das wahr? Der das Konzept gebracht hat. Leute, der schiebt da dran, da. Da wird durchgefunden. Ja, also wie Stürme schon sagte, X6, halt mal alles hinter dir auf. Oh. Na, Stadis hat mich halt in der ersten Kurve gekriegt. Mann! Ah, aber Flitzer fährt auch ganz schön brutal in den Kurven. Boxenauswahl fahre ich jetzt im ersten Gang raus, 2,2% Unterschatten. Im ersten Rennen war es beim zweiten Rennen. Also, die Ingame-Party funktioniert Carbon nicht auf und Godzilla nichts, ne? Ach, da Orgas sind dann. Das kann ja gleich wieder lustig werden. Danke. Bitte. Dreck.
glaube, der Ocker ist froh, wenn er an mir vorbei ist. Verdammt, macht genau das Richtige. Wenn du auf der Grad ziehst, dann hast du nicht weitergefahren. Ganz ruhig, mein Lieber. Ist jetzt ernsthaft meine Schuld und nicht die kleine? Nein, ich wollte ja in die Box fahren, aber ich hätte mich anders entschieden, falls du in die Box gefahren wärst. Oh nein, 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 das ist alles scheiße gebaut. Da kommen auch Nerven dann raus, ey. Das ist alles scheiße. Wo war das wohl? Ich hab's verrissen gerade. Da bist du natürlich die Schikane so ganz komisch rumgeeiert, hab die nicht benutzt. Ich war so frei. Ja, aber den anderen hat's noch nicht. Ich war fahren. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Bremsen vergessen, Bremsen vergessen. Oh, nee. Oh, da musst du nochmal an mir vorbei. Wer? Ja. X-Lix. Ich hab's gerade voll die erste Kurve viel zu spät. Du hast mich wieder verkackt. Ja, na, jetzt musst du vorziehen. Ich hab nämlich aus der Kurve gerade völlig zu spät gebremst. Als hast du da noch eine Chance. Was ist denn los, Orko? Heilige Makrele. Ist hier dein Herz in die Hose gerutscht? Ich dachte, der Klassenmodel rutscht viel zu weit links rüber. Was ist passiert? Ja. Ich bin gefahren. Oh, lass mal auf, lass mal auf. Das ist doch nett. Das halbe Rennen haben wir ungefähr durch. Jetzt kommen ja alle von unterschiedlichen Richtungen, natürlich.
So vorbeikommen, Walker? Ich komme aus der Box. Nein. Scheiße. Martin, du hast zwei hinter dir. Danke. Bitte. Blitzt ab, ey. Also Eretrin ist ziemlich rabiat, weil wieder an mir vorbeigegangen. Da muss ich mit Toni immer drüber reden, auf jeden Fall. Artus kommt aus der Box. Ah, Flitzer ist in der... Ich will nicht, dass der hinter mir fährt. Aber Flitzer ist auch gerade ungefährlich. Ah, nein! Was denn? Zu Kurve gerade ausgerutscht. Das hatte ich auch gerade. Oh, wir standen da draußen. Orca, warst du das? Mhm. Ey! Deswegen das Vorsicht, hab mich schon gewundert. Ich bin jetzt auch drauf, ich war halt 11 oder was war das? Das war doch bestimmt keine Absicht. Oh, ich glaube so. Drift. Eine Driftberührung. Danke, Martin. Also, viel Bitte. Das hättest du nicht machen müssen. Ja, dann bin ich auch sicher, dass du das. Dankeschön. Ui, sorry. Entschuldigung. Alles gut. Nur leicht aus dem Konzept gebracht, aber sonst alles gut. Ich hab's nicht extra gemacht. Ja, Gedanken darfst du dann nach dem Rennen. Ja, nee, Gedanken darfst du dann nach dem Rennen. Mit Flitzer zusammen tun. Oh, sorry. Mit Goller Team. Alles gut. Zeit auszukommen. Ja, kann Flitzer vielleicht. Soll ich jetzt auch mal in die Box fahren? Von der Reifen sind schon rot. Dann wird's Zeit. Also, ich würde jetzt rübergehen in die Lok. Ja, genau. Also, in der RPS kann ich besser bremsen oder besser lenken. Aber oh, das gibt uns ja Kosten. Oder Reifen. Oh, du hörst dich schon echt gut. Das ist gut. Das Gefühl, dass mit diesem scheiß ABS, das ist ja schrecklich. Hast du zufällig den Elite-Controller? Ich hab nur einen normalen. Okay.
Martin, wie vorsichtig, ich bin hinter dir, gell? Ja, ja. Danke. Bitte sehr. So, ich komme wieder raus. Also frei. Danke, Martin. Bitte. So, jetzt. Was ist los, Manu? Hier kommen ja 100 Leute vorbei. Ja, das meinst du, Störi, ne? Ach, Scheiße. Martin, schon wieder? Gibt's so eine Liste. Also, wer ist in der Box, weißt du? So, ja, ach, ja, richtig. Ja. Wunder mich gerade. Ey, du brauchst jetzt mal stehen bleiben? Also, da musst du dir echt mal abgewöhnen, ey. Also, ja. Bringst mir das nicht. Muss nicht sein. Was? Ist ja schlimm, wo ich arbeite, ne? Ja, sorry, ich störe in der ersten Runde. Das war teuer verbremst. Ich sag mal, du hast ja gleich ein Mädchen gehört. Ich habe mich bloß zurückgehalten, weil ich das gesehen habe, dass du da ein bisschen schnell reinkommst. Sag mal, es kann ja mal passieren, aber es gibt Leute, die machen es halt immer und immer wieder. Ena ist rausgeflogen, glaube ich. Stimmt. Ach, na eben. Ist der Marcel noch da, also Exzellenz? Martin ist noch da? Weiß ich nicht, kann ich nicht. Martin ist da, habe ich gehört. Ich bin da wieder. Bei XX bleibt mal stehen, guck mal im Nachmittag. Nein, ich fahr grad an Zwiebelsaft vorbei. Aber dann fahren wir weg. Jo! Oh. Okay, dann, ich komme kurz dann zu dir. Nico? Hat er gesehen. Und nur rausgedrückt so ein bisschen, ne? So, ja, aber schön nach Hause geschickt. Wer, Nico oder wer?
Es war ein BM-Auto, ja. Die haben ja alle die gleiche Lackierung. Ja, wer war es denn? Ich weiß es nicht, ich habe nur das BM-Auto gesehen. Ich habe die Namen nicht eingeblendet. Ja, das ist ja Nicole der Inchi Dritte gewesen. Nee, da fährt noch Legends mit rum. Also, Flit... Streamst du? Adler Girl ist Vierter, ja. Dann kommt Flitzer, dann GRT Rock, dann kommt Lilo. Flitzer war auf jeden Fall... Also kannst... Das muss schon dort vorne gewesen sein. Weil Flitzer, ich dachte, aus Flitzer hatte ich geschubst. Also vor Flitzer war plus Adler Girl. Sonst war es kein B... und vor Lilo. Sonst war es kein BM vor euch. Ein X-Nix in der Box. Mhm. Ich komm jetzt aus der Box. Ja, und hat das Meter gemacht. Boah, jetzt hat der im ersten Gang kam ich raus. Dumm viele. Den Motorschaden merkt er aber so direkt gar nicht. Also auch auf der Geraden nicht. Oder alle haben den Motorschaden. Muss gleich mal gucken, ob ich den Motorschaden habe. Also ich habe gerade keinen, aber in den ersten Runden hat es mir einen eingefangen. 3,7%. Ich hab 0,6% Schaden irgendwo. Da konnte ich gerade nicht gucken, welcher Schaden das genau war. Boah, das da war... Da ist der Crash Zero in der Bande hängen geblieben. Ohne Einfluss von irgendjemandem da? Ohne Einfluss. Ich bin ihm dann hinten raufgefahren, weil ich ihn nicht mehr ausweichen konnte. Alles klar. Nein. Ja, 0,6 Motor schon. Hast du da gerade irgendwas geschrieben im Tintram, damit er rausgeflogen oder rausgegangen ist? Das weiß ich jetzt auch nicht. Kannst du lesen, ja? Kannst du auch gerade nicht lesen. Ich hab gerade mal geschieht, Curve, er fährt nicht mehr mit. Ja? Ich lese das dann, wenn ich lesen kann. Ja, um wen geht's? Florenz. Florenz. Ich versuche mal auf Startziel noch ein bisschen genauer zu lesen. Warum hast du mal das Drehkleid beobachtet? Hallo Zwiebel. Achso, schon wieder. Hey, was machst du da? Wo willst du hin? Verbremst. Kleiner Verbremser. Ist zu stark gebremst. Aber mit der perfekten Kurve raus. Ach, das geht, hat geschrieben hier, was Klopf Stördienst vor uns mit der Brechstange erwähnt hat. Weißt du, wer? Florenz hat geschrieben hier, wegen Brechstange und so. Der hieß mit A, hieß der. Ja, die Idee. Zwiebelsaft, ich wollte gerade sagen, dass ich dich jetzt gleich überrunden möchte, aber... Ich hab dich gerade im Spiegel gesehen. Oh, da hast du gerade einen sehr großen Umweg genommen. Nee, ich bin ja gerade ein bisschen da weg. Aber du hältst dich trotzdem fürs erste Rennen schon echt gut. Ja, ich hab schon Forza Horizon 4 geübt. Bis da kann man ja auch querfett einfahren. Ach Gott. Voll wieder aus. Lol, Alter.
Boah! Was du so kriegst. Ja gut, da kann man aber nichts machen. Was da hängen geblieben ist, Toni, glaube ich, hab ich rein. Okay, das war's mit den Hinterreifen. Ja, genau, nimmt man die Kurve einfach erstmal quer. Ist aber nicht gut für die Reifen. Ja, scheint's ja nicht zu. Ich komme an Ottos auch nicht näher ran. Gut. Ist deprimierend. Vielleicht 6. Oh. Mann! Hast du kurz ganz kurz ein bisschen Gas gegeben und weg war ich, aber Mist! Oh, Arthur, du kriegst nicht noch. In anderthalb Runden? Ja, in der ersten Kurve verliere ich so viel Zeit. Und wie oft kommt die noch? Immer. Anderthalb Mal. Ja. Und die anderen Kurven nicht. Das war nicht ganz so viel langsamer, aber... Martin, wie nimmst du gleich vor der ersten Kurve ein bisschen Gas raus? Löffelassen. Danke dir. Sehr. Ja, du bist zwar weg mit 6. Wollen wir mal sehen. Ja, guck mal, der Abstand wird noch größer die ganze Zeit. Der Chirurgie in der Party drin? Oh, weiß ich nicht. Oh, sorry.
der Idiot direkt vor den Schikanen noch reinziehen wollte. Dann hat er ihn mitgenommen, ne? Wenn er links neben ist. Ich hab den Namen nicht verstanden. Cash Zero. Cash Zero? Der war doch vor dir. Ja. Nee, ich hab ihn überholt gehabt. Die ganze Runde war ich vor ihm. Und dann kurz in den Zielklingens da meinte er links neben mir in diese Schikanen da reinziehen zu müssen. Hä, wo kommt denn jetzt der Entis her? Immer noch hinter mir und ist dann hängen geblieben. So, immer wieder. Ach so. Ich bin verwirrt. Ich war Fünfter und jetzt bin ich Sechster. In der letzten Runde. 6000? Vielleicht war der unsichtbar? Der war unsichtbar. Er ist nur 6000 vor mir. Ich hab ihn nie gesehen. Also ich hab Crash-Führer auch heute noch nicht erlebt. Wo auch immer er war. Das ist ja seltsam. Wo auch immer wer war? Die letzten zwei Runden sind wir voll in Eiern. Ja. So, er ist noch am Rutschen auf dem Flieger. Aber auch gehen jetzt mit der Mischung durch die Gegend gefahren. Sorry. Ja, und ich hab zwei Stops. Sorry für den Anstups am Anfang. Ich war da gerade gemutet und dann wollte ich nicht während dem Rennen. Alles gut. War jetzt nicht ganz so spektakulär, Alex. Oh, ich hau dich wieder. Trotzdem spannend, weil das Mittelfeld die ganze Zeit dicht beieinander war. Also die ersten Runden. Nee, du bist dann komplett das ganze Rennen stehen. Ne? Aber ab Rang 4 ich wechsle bis Rang 11, 12. Ja, ja, die waren im Mittelfeld, das war schon interessant eigentlich. Oh. Aber alle sind alle schön und sauber gefahren. Hat denn diesmal jemanden rausgeschmissen? Habe ich gar nicht drauf geachtet die ganze Zeit. Ja, Florenz, also. Es gibt noch ein paar Sachen, die wir bereden müssen, die nicht ganz optimal wohl verlaufen sind. Mit Elbflorenz oder wie? Nee, ja, mit Überholen und so, da gibt's noch ein paar Punkte, die wir nochmal reden müssen. Okay. Da lief wohl so manches nicht ganz optimal. So. Hatte ich beim ersten Rennen, wo ich hatte, da auch mit dem Elbflorenz ein bisschen gemerkt, ja. Da hat er den Covid nicht ordentlich unter Kontrolle gehabt. diesmal war er, glaub, Opfer. Ah, nee, das war beim. Stimmt, es war ja. War das beim Training? Noch beim Training? Ja, das war Training. Ja, Training geht, ist ja immer. Im Training passiert ja meistens immer noch mehr. So, ich werde jetzt erstmal meinen Stream beenden. Dann bis nächste Woche Mittwoch zum Training. Zum Training, ja gut. Ne, diese Woche Mittwoch, also die Woche zum Mittwoch, so. Genau. Dann bis dann. Ist ja nächstes Wochenende schon wieder Training, ne? Ja, das normale DSK Meisterschaft ist okay. Da. Gut. Da beende ich jetzt mal den Stream. Bis Mittwoch zum Training. Ja, servus.